Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Und ich dachte, heute gibt es mal wieder was zu trinken. Und damit will ich mich an etwas erinnern, was in den späten 80er Jahren in der DDR aufkam. Da gab es plötzlich Maracuja-Brause. Hat man dort eingeführt, um da eine ganz neue Marke, um eine neue Frucht da irgendwie zu etablieren. Und Maracuja gibt es tatsächlich heute noch und sogar als Fassbrause. Darum geht's heute. Krombachers Fassbrause Maracuja. Mit dem Hinweis 0,00% Alkohol. Wahrscheinlich denken bei Krombacher die Leute immer noch, dass auch wenn da riesig groß Fassbrause draufsteht, dass da Alkohol drin ist. Keine Ahnung, warum man das denkt. Ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk. Auch nochmal. Also mal gucken. Es steht hier drauf, also hier, dann hier, viermal. Viermal steht hier drauf, dass das alkoholfrei ist. Ich glaube, da versteht es dann hoffentlich jeder. Also, Krombachers Fassbrause Maracuja ist das exotisch-fruchtige Erfrischungsgetränk für die ganze Familie. Fünfmal, Entschuldigung. Natürlich mit 0,00% Alkohol. Am besten eiskalt genießen. Zutaten, Wasser, Zucker, Maracuja-Saft 3% aus Maracuja-Saftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Maracuja-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, gehopfter Gerstenmalzextrakt, Farbstoff. Relativ viel Zucker, 6,8 Gramm in 100 Millilitern aus Krombach. So sieht das aus, also hier kein Alkohol, alkoholfrei, kein Alkohol. Alkoholfrei. 0,0. So, dann machen wir das gute Zeug mal auf. Ach ja, ich erinnere mich. Es ist so dieser süßliche, etwas, also nicht wie Orange. Es ist halt ein anderer süßlicher Geruch. Da wird wirklich Erinnerung wach an damals. Sieht an sich erstmal aus wie eine Orangenbrause. Ich kann nicht beschreiben, dieser Fassbrausengeschmack. Fassbrause hat ja so einen ganz speziellen Geschmack und den schmeckt man hier auch tatsächlich raus. Ich kann ihn aber tatsächlich nicht beschreiben, weil ich nicht weiß, was diesen Geschmack ausmacht. Wahrscheinlich ist es tatsächlich dieser Gerstenmalzextrakt. So dieses, es schmeckt aber auch nicht wie Bier oder so. Also kann man nicht beschreiben. Ansonsten ist es sehr süß. Und es ist tatsächlich auch nicht wie Orange. Es ist halt so ein bisschen dieser exotischere Geschmack dieser Frucht hier. Und das ist tatsächlich relativ lecker, wobei ich sagen muss, so dieser Fassbrausengeschmack, der ist zwar so beim allerersten Schluck, aber ansonsten ist es dann doch eigentlich wie eine normale Maracuja-Brause. Ich sag mal so, es ist sicherlich eine Methode für Krombacher, um sich neue Absatzmärkte dazu erschließen. Sollen sie machen. Ist ja auch ganz okay. Also ich finde es wirklich ziemlich